Verleumdungsklage gegen Jutta Dietfurth 2014. Montagsdemonstrationen. Landgericht München verbietet der Ex-Grünen unter Androhung von Ordnungsgeld bzw. Ordnungshaft die Schmähung Jürgen Elsässers. Viele Zuschauer erinnern sich an all die Hetze, die Frau Dietfurth in der TV-Sendung Dreisat Kulturzeit gegen Jürgen Elsässer und andere Redner der Montagsdemonstrationen verbreitet hat. Wir haben mitverfolgt, wie nach diesem Auftakt diese unerträglichen Schmähungen auf vielen Kanälen und in den Mainstream-Medien weitergingen. Diesen Verleumdungen ist nun ein Riegel vorgeschoben worden. Und das wird den Montagsdemonstrationen mehr Luft in der Öffentlichkeit verschaffen, ist auf Elsässers Blog zu lesen. Jürgen Elsässers Anwalt hat kürzlich den Beschluss des Landesgericht München übersandt. Darin heißt es: In dem Rechtsstreit Elsässer gegen Dietfurth erlässt das Landgericht München ohne mögliche Verhandlung wegen Dringlichkeit folgenden Beschluss. Erstens, der Antragsgegnerin wird im Wege der einstweiligen Verfügung unter Androhung eines Ordnungsgeldes bis zu 250.000 Euro oder einer Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, Ordnungshaft auch für den Fall, dass das Ordnungsgeld nicht beigetrieben werden kann, wegen jeder Zuwiderhandlung untersagt, den Antragsteller als glühenden Antisemiten zu bezeichnen, wie in der Sendung Kulturzeit auf Dreisat am 17.04.2014. Zweitens, die Antragsgegnerin hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. Drittens, der Streitwert wird auf 15.000 Euro festgesetzt. Dies ist nicht nur ein großer Erfolg für Chefredakteur Jürgen Elsässer und sein Magazin, sondern auch für die Montagsdemonstrationen und die Meinungsfreiheit insgesamt, heißt es in seiner Stellungnahme nach der Bekanntgabe des Urteils. Der Mut zur Wahrheit habe sich ausgezahlt, ist dort zu lesen. Jeder, der Herr Elsässer weiterhin verleumdet, sei gewarnt, heißt es weiter im Text. Er werde auf diese juristische Grundlage jederzeit zurückgreifen und sich nichts mehr bieten lassen. Kontroverse Diskussion, Kritik an seinen Positionen und Meinungspluralismus begrüße er. Aber Schluss mit Hetze und Verleumdung sind seine Worte. Zu diesem Anlass habe die Kompaktredaktion erstmal ein Fläschchen Shampoos geöffnet, schreibt es Elsässer am Ende seiner Stellungnahme. Vielleicht macht es diese schweren Verleumdungen und Beleidigungen nicht wieder gut, welche nicht nur gegen Jürgen Elsässer und Ken Jebsen, sondern auch gegen tausende friedliche Menschen und Bürger stattfanden. Doch in den Augen einiger Beobachter scheint dies fast schon ein faires Urteil, das Landgericht München gewesen zu sein. Wir behalten die Ereignisse weiter im Auge. Weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung.